Es gibt nichts, was er nicht kann, behauptet Kai. Doch Otto hat von den dauernden Sprüchen die Nase voll. Wenn er wüsste. Er will den 42-Jährigen auf die Probe stellen. Nur eine halbe Stunde entfernt ist die Skihalle in Neuss. Hier wird sich zeigen, ob Kai wirklich so gut Ski fährt, wie er behauptet. So. Ja, schon lustige Leute. Was lachst du so, Kai? Nee. Ihr seid lustige Leute. Was denkst du denn, was wir hier machen können? Nur Skifahren, ne? Wofür sind wir sonst hier hingefahren, ne? Ihr wollt sicher auch, dass ich das Equipment, was ich habe, auch irgendwie benutzen kann. Aber wir können ja theoretisch den Anzug auch verkaufen. Können wir auch, ja klar. Man kann es theoretisch auch verkaufen, aber man kann es ja auch nutzen. Ich sag mal so, das ist doch wirklich ein schönes Stück, oder nicht? Ich erkläre dir das gleich. Lass uns mal reingehen. Ja, alles klar. Ich hab den hier hinten reingeschmissen. Hier kommt's raus. So, schnapp dir deinen Skianzug. Hallo. Hallo. Otto vom Trödeltrupp. Ich habe vorhin hier angerufen. Wir müssten zweimal Skifahren. Ja, gerne. Können Sie einmal hinter der Cocktailbar die Treppe runtergehen? Ja. Wenn Sie Verleihmaterial brauchen, gehen Sie einfach zum Verleih. Alles unten. Danke. Jetzt wird es ernst für 1000 Sasser Kai. In seinem lila Skianzug macht er eine, nun ja, interessante Figur. Aber kann er auch fahren? Du hast ja gesagt, dass du so viele Sportarten kannst und deshalb deine ganzen Gerätschaften raus. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht, aber ich kriege das sicher, mit Sicherheit werde ich das schon hinkriegen. So, und deshalb sind wir nämlich auch hier. Jetzt müssen wir mal zeigen, dass du auch Skifahren kannst. Ja, gut. Und weißt du auch, wie schön das ist? Guck mal, hier gehst du in die Skihalle, da kannst du die Dinger ausleihen. Das sind flammneue Teile. Ja. Kriegst direkt die passenden Skischuhe dazu. Ich meine, einen Anzug, sowas behält man natürlich, ne? Ja, sicher auch. Ist zwar Geschmackssache, aber sowas hat keiner hier auf der Skipiste. Nö. Aber ich meine, Skier, die kann man da nicht wegschmeißen. Der Kai hat ja für alles eine Ausrede, warum er was behalten möchte. Er möchte Wasserski fahren, weil er Wasserski fahren kann. Er möchte die Ski behalten, weil er Ski fahren kann. Und das soll jetzt symbolisch sein dafür, dass er so viele Ausreden hat. Und ich werde gleich sehen, er wird nicht Ski fahren können. Das glaube ich einfach nicht. Und dann hat er hoffentlich was daraus gelernt. Im Vergleich zu Otto wirkt Kai auf den Brettern in der Tat ziemlich wackelig. Ob das gut geht? Noch hat er die Chance, einen Rückzieher zu machen. Kai, kriegst du es hin? Versuch's. Dann auf die Plätze, fertig und los. Gib Gas. Ich kann da gar nicht hingucken. Otto hatte recht. Kais Skikünste sind bescheiden, doch der will sich keine Blöße geben und stürzt sich todesmutig den Abhang hinunter. Aber ging das schon ganz gut. Hast du wehgetan? Ja, ne. Ich will ja auch, dass es auch vernünftig irgendwie ein bisschen spannender aussieht. Auch, ne? Ich will ja auch nicht haben, dass es da so langweilig aussieht. Deswegen habe ich es auch einfach jetzt mal so aus gerade Wohl gemacht. Fakt ist doch, dass du nicht Skifahren kannst. Ja, ich sag mal so, ich habe dir schon ein bisschen stark verlernt, sagen wir so, ne? Mit den Bremsen. Siehste, auf jeden Fall. Was ich hier vorhatte mit dir, das war wie so ein, das war symbolisch gemeint. Ja, ich hatte das schon verstanden. Und zwar hast du ja noch andere Sachen in deiner Wohnung. Ja, gut, das ist aber die Sachen, die leider. Ja, guck mal, du hast 8 Fernseher da. Ja, gut. Was willst du damit? Ich werde mir die Gelegenheit schon noch finden. Du hattest 30 Jahre die Gelegenheit, Ski zu fahren, das hast du nicht getan. Gut, das habe ich ja heute gesehen. Ich bin ja auch nicht auch jetzt irgendwie unter Zeitdruck, dass ich irgendwo, oder ich muss jemanden Rechenschaft ablegen. Du, ich kann das ja alles so machen. Die Bianca, das ist. Ja, da gehe ich auch drauf ein. Deine Frau. Da gehe ich auch drauf ein. Sie möchte dich sogar verlassen, wenn du es nicht machst. Ja, sie möchte mich verlassen, ja. Nein, ich sag mal so, wenn ich irgendwas gesammelt habe, dass ich das sortiere und verkaufe oder so oder irgendwie. Aber auf jeden Fall werde ich das in den Gefilden jetzt auch da am Nagel legen. Versprochen? Ja. Hand drauf. Wenn ich was sage, dann mache ich das. Sonst bin ich schneller weg, als du. Nein, ich sag ja, ich halte meine Vereinbarung. Gut, dann komm. Wenn ich sage, so und so. Komm. Wie immer macht Kai viele Worte, aber lässt er ihnen auch Taten folgen? Am nächsten Tag hat Otto den ersten Verkauf geplant. Was willst du denn haben für die ganzen Geräte? Wir haben. Was soll ich sagen? Was soll ich dir jetzt sagen? Ja, du musst ja wissen, was du dafür haben möchtest. Du weißt ja sonst immer. Ich sag ja, wenn jetzt ein Pole, den würde ich sagen, ich will einen 100er haben, aber hier jetzt auf die Stelle, hier ist kein Pole und hier sind sowieso Fuffi, nur, oder soll sich einer einen Fernseher basteln? Sind nur alles für Geldfüchse unterwegs, dann soll mir einen Fuffi geben und dann ist halt gut. Dann werde ich den verrauchen und dann hat sich der Fall. Ja, so ungefähr. Der Kai, der kann ja so gut verkaufen, zumindest kann er sehr gut quatschen und verkauft mir immer irgendwelche Geschichten.
Jetzt soll er mal seine Fernseher an einen Händler verkaufen. Das gucke ich mir jetzt mal an. Der Trödelprofi hat einen Interessenten für die Elektrogeräte gefunden. Händler Karl-Heinz Simon betreibt im benachbarten Duisburg ein An- und Verkaufsgeschäft. Ich sag mal so, das, was ich jetzt so zusammengepackt habe, das ist ja alles hier vorne, ne? Hier so, ne? Und im Prinzip, sonst ist eigentlich so. Aber alles guck mal, Kai, egal was das ist, von allem etwas. Du hast ja hier vorne noch die Plattenspieler. Ja, das habe ich ja gemeint. Die kannst du ja anbieten hier. Das habe ich ja gemeint. Brauchst du nicht mehr. Nadel ist drin. Hier die ganzen Elektrogeräte, die da stehen. Weiß ich ja nicht, ob du was brauchst. Was man wegschmeißen kann. Also so einen Plattenspieler kriegt man heute noch verkauft. Selbst junge Leute fragen schon mal nach. Wichtig ist, dass eine Nadel drin ist und dass es auch funktioniert. Ja, wie gesagt, das ist alles vollständig. So, pass auf, dann machen wir einen schönen Paketpreis. Die Fernseher, die hier stehen, die vier Stück, die beiden Plattenspieler. Und woran hast du noch Interesse? Wenn dann nur an einem Fernseher. Wir machen jetzt einen Preis für alle Geräte. Da kannst du nicht Nein sagen. Kai? Nee, sag ich ja. Sag einen Preis. Für alle Geräte hier, vier Fernseher und die beiden Plattenspieler. Gib mir schnell einen Fufi, weil das hat cool. Ich hätte jetzt einen 100er gesagt. Bin ich ehrlich, was den Preis hier ausmachen würde, wären die Plattenspieler. Ja. Dann ist das, was ich verkaufe. So von den Fernsehern kann ich einen verwerten. Ich muss dich, glaube ich, entmündigen hier. Ja, nee, ich hätte jetzt auch einen 100er gesagt. Ich auch. 50 Euro, komm, schlag ein. Kann ich nicht mit agieren, wirklich nicht. Das ist nein, du kriegst die verkauft für 20, 30 Euro das Stück. Die anderen drei, die würde ich wirklich wegschmeißen. Die kriege ich nicht mehr verkauft. 45. 40. 45. 40. 45. Ich habe schon einen 10 aus Sympathie gegeben. 45, komm. Fünfer, Mensch. Den Fünfer macht den Kohl dann auch nicht mehr fett. So, Hand drauf. Ja, klar. Das Geschäft ist perfekt. Die ersten Sachen wechseln dem Besitzer. Ich habe auch so einen leichten Tick, aber ich bin ehrlich, das geht heute nicht mehr auf. Ich kann das verstehen, aber das ist schon zu viel und er hat wirklich viel Schrott dabei, was wirklich halt heute vertrödelt noch nicht mal wird oder wirklich heute weggeschmissen wird. Ich sage Dankeschön. Ciao. Viel Glück und Spaß noch beim Räumen. Alles klar, wir auch. Ne? Tschüss. Danke euch. Ciao. Ein wichtiger Schritt, nicht nur für Kai. Das, was er jetzt hier tut, zeigt mir dann doch, dass er mich mehr liebt als seinen Schrott und seine Sachen. Und er hat mich voll auf seiner Seite, wenn er jetzt auch weitermacht. Und es sieht ganz danach aus, als wären Biancas Hoffnungen berechtigt. Denn Kai erklärt sich bereit, auch seine Musikinstrumente abzugeben. Das beste Stück ist natürlich die Posaune hier, ne? So sieht das aus. Die anderen Sachen, die kannst du echt nur im Flohmarkt verkaufen. Ja, will ich ja gar nicht. Die kann ich auch jemand verschenken oder so. Das ist jetzt, also wenn ich da kein Interesse dran mehr habe. Du hattest noch Briefmarken irgendwo, ne? Ja, Briefmarken habe ich auch noch. Auch von seinen Marken möchte sich der Sammler trennen. Allerdings nicht unter Wert. Und der ist hoch. Davon ist Kai fest überzeugt. Die hast du schon mal durchgeguckt, die ganzen Marken? Ja, habe ich schon mal durchgeguckt. Ja. Wie gesagt, jetzt nicht komplett jetzt, aber schon mal die ersten Seiten, die ersten. Hier die Deutschen Reich, Deutsches Reich und die ganzen Marken. Und was möchtest du denn für so ein Album hier haben? Ja. Ich sag mal so, was im Katalog steht, so ungefähr, so, was jetzt im heutigen Katalog steht, davon so 20-25%. Was möchtest du für das Album haben? Ich bin echt überfragt. Da bin ich echt überfragt. Ja. Ich kenne mich damit jetzt wirklich gar nicht aus. Briefmarken sammeln gehört echt nicht zu meinen Hobbys. Also jetzt im alten Katalog waren die ersten paar Seiten. Sehen schön aus. Waren die schon ganz gut im Kurs gewesen. Und ich sag mal, für die ganzen Marken, die da drin sind, auf die Schnelle 5 Scheine. Was heißt 5 Scheine? Ja, die 50 Euro, 500. 500 Euro möchtest du dafür haben? Für alle. Sagen wir so, der letzte Kurs, das wäre jetzt mal ganz pauschal, jetzt unter uns mal, jetzt ohne dass das der Händler mitkriegt. Ja. Nur 300 ist Schnitt. 300? 300 ist Schnitt. Ansonsten muss ich das wieder wegpacken. Okay. Was möchtest du für deine Posaune? Ich sag mal ganz im Ernst, das Ding, ich habe da auch nachgeguckt, das mit Koffer ist neu, 2600. Ich will auch keine 2600, ich will auch keine 1000, aber ich habe mit Koffer so, wie es ist, Tiefstpreis 600. 600 Euro? Ja. Und darunter gibst du die nicht ab? Ja, sagen wir so, unter uns 500. Wenn das ist aber echt los. Das Album mit sonst stelle ich dir sogar höchstens 750 mit Album. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so hoch gehandelt wird, wie er sich das vorstellt. Er will ja noch 600 Euro dafür haben. Ich meine, wenn das 200, 250 Euro werden, dann ist das schon viel. Ich würde gleich ganz gerne mit dir, Bianca, losfahren und die Sachen hier verkaufen. Mhm. Und du, Kai, du sorgst dafür, dass hier Ordnung geschaffen wird. Den Trödel pack auf einen separaten Haufen, den Müll schmeiß weg, sortier deine Altkleider oben aus. Ja, das schaffe ich. Gib richtig Gas. In der Zwischenzeit gehen Bianca und Otto auf Verkaufstour. Erste Station, ein Briefmarkenhändler in Mülheim an der Ruhr. So, Bianca.
Guck mal, hier vorne ist ein Briefmarkenspezialist. Super. Da gehen wir mal rein. Der Kai hat ja gesagt, er will mindestens 300 Euro dafür ja. haben. Ne? Gucken wir mal, was rausholen. Ne? Wir lassen das jetzt einfach mal schätzen. Der soll sich das mal angucken. Weil es gibt immer Briefmarken, die kann man nicht alle auswendig kennen. Das muss sich ein Spezialist angucken und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Okay, ja? Machen wir. Bitte, komm. Ob Kais Briefmarken bei Fachmann Klaus Gebhardt auf Interesse stoßen? Ja, ich habe ja ein Briefmarkenalbum mitgebracht und da würde ich ganz gerne mal, dass ich Sie sich das mal ansehen. Ja, kein Problem. Und schon was Interessantes gesehen? Bis jetzt leider nein. Ja, da möchte ich lieber gar nichts zu sagen. Ich sag mal, wenn Sie Kinder haben oder kennen, die Spaß an Briefmarken haben, schenken Sie es denen. Gar nichts dabei? Nein, leider. Ich kenne mich damit jetzt ja gar nicht aus. Deswegen, ich habe Sie ja nicht einmal zucken gesehen. Nee, leider. Also das ist null wert. Ja. Ganz kleiner Wert vielleicht, aber für Lohmark 20 Euro. Ja, sowas. Möchten Sie das kaufen? Danke. Da habe ich wirklich kartonweise. Okay. Tja, dann müssen wir dem Kai leider die traurige Mitteilung machen, dass das schon mal nichts war. Machen wir's. Bringen wir's ihm wieder. Ist wirklich was, eher Trödelmarkt. Aber wie ist denn der Kai auf die 300 Euro gekommen? Du, das weiß ich nicht. 300? Ja, ja. Mein Mann hat viele Marken gesehen und hat gesagt, oh, Moment, alt. Dann halt Deutsches noch Reich. Deutsches Reich, genau. Ja, er hat ja sogar selber gesagt, er hat im Michel-Katalog nachgeguckt und hat einige gesehen, die besonders wertvoll sind. Ne? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, was das für ein Michel-Katalog war. Ich habe nicht mitgeguckt. Ich sag mal, wenn ich jetzt 10.000 Mal eine Mark Katalogwert habe, dann sind das theoretisch 10.000 Mark. Richtig, ja. Ja, theoretisch. Aber wenn es Massenware ist, naja, bei einem Euro ist es Massenware, ja, das kauft niemand. Ja, oder halt Kinder oder auf dem Trödelmarkt, jemand meint da vielleicht ein Schnäppchen. Nicht ein Hobby daraus machen zu können. Ja, irgendwie was. Aus Spaß an der Freude vielleicht. Ne? Okay. Tja, können wir nichts machen. Schade. Okay. Leider. Ich sag vielen Dank trotzdem fürs Reinschauen. Ja, kein Wissen Problem. Wir jetzt Bescheid. Tschüss. Also, tschüss. Das war echt so, wie ich befürchtet habe. Die Briefmarken sind nichts wert. Ich weiß nicht, wo der Kai recherchiert hat. Wahrscheinlich in seiner Fantasiewelt. Aber garantiert nicht im Internet oder auf einer Briefmarkenbörse oder sonst irgendwo.